In ihrer Kindheit war die Erde eine urzeitliche Hölle. Bombardiert von Milliarden Asteroiden und Kometen. Die Sonne war viel matter als heute. Und der Mond befand sich viel näher an der Erde. Es gab kein Wasser. Die Oberfläche war von Ultraviolettstrahlung verbrannt. Und Vulkane spuckten giftige Gase in die primitive Atmosphäre. Wie verwandelte sich dieser feindliche Planet in eine Erde, wo sich Leben festsetzen und sich Menschen entwickeln konnten? Die Geburt der Erde. Unsere Erde ist über 4,5 Milliarden Jahre alt. Um die ungeheuerlichen Zeiträume besser fassen zu können, stellen Sie sich vor, es wäre möglich, die gesamte Erdgeschichte in 24 Stunden ablaufen zu lassen. Wenn wir die Uhr von Mitternacht rückwärts drehen, stellen wir fest, dass die ersten Menschen erst 30 Sekunden vor Mitternacht die Erde betraten. Dinosaurier erschienen kurz vor 22.50 Uhr. Die ersten mehrzelligen Tiere entwickelten sich um 21.05 Uhr. Davor gab es nur einzellige Lebewesen und die frühesten tauchten kurz vor 4 Uhr morgens auf. Dieser Film handelt von der allerersten Stunde des Tages, als eine Reihe außerordentlicher Ereignisse einen wilden und feindlichen Planeten in die uns bekannte Welt verwandelten. Doch die Entstehungsgeschichte der Erde beginnt gut vor Mitternacht. Als unser Felsplanet nichts weiter als treibender Staub im Weltraum war. Ein Stern implodiert und stößt Sternenstaub aus. Staub gebildet von riesigen urtümlichen Sternen, als ihr Leben zu Ende ging und sie explodierten. Von diesen Supernovae wurden alle Elemente ausgestoßen, die es heute gibt. Eisen, Kohlenstoff, sogar Gold und radioaktive Elemente wie Uran. Als der Sternenstaub abkühlte, wurde er dichter. Schwerkraft kam zum Einsatz. Staubwolken stürzten in sich zusammen und bildeten eine riesige rotierende Scheibe. Den Sonnennebel. In der Mitte ein Stern. Unsere Sonne war geboren. Wasserstoff und Helium wurden an die äußersten Ränder der Scheibe gefegt, wo sie sich verdichteten und die Gasplaneten formten. Übrig blieb eine Wolke aus Staubkörnern, die die Sonne umkreiste. Die Staubkörner kreisen in kleinen Rennbahnen um die frühe Sonne und ab und zu stoßen einige zusammen. Etwas Ähnliches passiert in unseren Wohnungen, und zwar mit den kleinen Staubflusen unter dem Bett, die sich zu großen Staubkugeln verbinden. So etwas muss auch im Sonnensystem stattfinden. Stoßen Sie langsam und im niedrigen Winkel zusammen, können Sie sich zu einem größeren Objekt zusammentun und allmählich wachsen. Als sich aus dem Staub Felsen bildeten, erzeugte die Einschlagwucht gewaltige Hitze. Manchmal zerstörten sich die kollidierenden Felsen einfach gegenseitig.
Wenn sie frontal in einem höheren Winkel oder mit größerem Tempo zusammenstoßen, brechen sie auseinander. Wie beim Schießen auf eine Wand. Aber einige Felsen blieben heil. Als sie größer und größer wurden, nahm ihre Schwerkraft so zu, dass sie noch mehr Gestein anzogen. Nach 10.000 Jahren waren diese sogenannten Planetesimale so groß, dass sie Felskugeln mit einem Durchmesser von rund 15 Kilometer formten. Nach und nach werden sie so groß wie ein Golfball, dann wie ein Rugbyball, dann wie ein Haus, dann wie eine Kleinstadt. Ein bis zwei dieser Objekte wachsen schneller als alle anderen und werden die mächtigen Burschen dieses Schauplatzes. Schließlich hatten etwa 20 Planetesimale die Größe unseres Mondes erreicht. Letztendlich würden sie kollidieren und sich verbinden, um zu den vier Felsplaneten zu werden, die es bis heute gibt. Merkur, Venus, Mars und unsere Erde. Es war Mitternacht und die Geschichte unseres neugeborenen Planeten hatte begonnen. Die junge Erde war eine riesige Felskugel, bedeckt mit geschmolzener, brodelnder Lava. Für Wissenschaftler ist es nahezu unmöglich, das exakte Geburtsdatum unseres Planeten zu berechnen, weil alle Beweise der frühen Erde seit langem zerstört sind. Die einzigen Hinweise, die Wissenschaftler haben, sind andere Himmelskörper, die zur selben Zeit entstanden sind. Asteroiden, die Felstrümmer, die von der Entstehung des Sonnensystems übrig sind. Zwischen dem Orbit von Mars und Jupiter sind 3 Billionen Felsklumpen im Asteroidengürtel gefangen. Einige sind mit den Staubkörnern zu vergleichen, die die Erde formten. Gelegentlich bringen Zusammenstöße Asteroiden von ihrem Kurs ab. Und jedes Jahr werden 40.000 Tonnen an Asteroiden aus ihrem Orbit geschubst und fallen als Meteoriten auf die Erde. Manche wiegen 200 Tonnen. Meldung aus der Wissenschaft. Ein Meteorit, der am Himmel über Kanada loderte, wirft nun ein neues Licht auf die ferne Vergangenheit. Ein Feuerball durchstreifte am frühen Dienstagmorgen den Himmel über Whitehorse in Yukon. Die Bewohner konnten einen leuchtenden Meteor bestaunen, der so groß war, dass er diese Staubwolke hinterließ. Ein ansässiger Pilot erblickte als erster diesen Meteoriten in Kanada. Trümmer von dem explodierenden Feuerball landeten auf dem Tagish-See, der im Januar 2000 komplett zugefroren war. Der Pilot sammelte ein paar Bruchstücke ein. Ihm war klar, dass er einen wichtigen Fund gemacht hatte und schickte ein kleines Stück an die NASA. Der Meteoritexperte der NASA, Michael Zelensky, identifizierte es sofort als kohlenstoffhaltigen Chondrit. Ein Meteorit, der aus demselben Staub wie die Erde besteht. Das letzte Mal, als ein großer kohlenstoffhaltiger Chondrit herabfiel, ist 30 Jahre her. Das bedeutet, es passiert einmal im Laufe eines Berufslebens. Und dass es in meinem Berufsleben passierte, als ich noch jung genug war, um daraus Nutzen zu ziehen, war für mich schrecklich aufregend. Die NASA stellte ein Team an Wissenschaftlern zusammen, um möglichst viel von den Resten des Meteoriten einzusammeln. Dies war eine einzigartige Chance. Jedes der 3000 Bruchstücke, verstreut auf dem gefrorenen See, konnte Hinweise auf die Anfänge der Erde enthalten. Die Wissenschaftler hofften, dass die Bruchstücke nicht kontaminiert sein würden.
Also genauso rein, wie sie vor 4,5 Milliarden Jahren geformt worden waren. Sollte es sich wirklich um einen ursprünglichen Meteoriten handeln, würde er die chemische Zusammensetzung der Staubkörner enthüllen, die die neugeborene Erde aufbauten. Voller Aufregung begann Michael Zelensky, die ersten Trümmer zu analysieren. Dieser Meteorit ist wirklich etwas Besonderes. Er hat den höchsten Kohlenstoffgehalt von allen untersuchten Meteoriten und die größte Menge an diesen interstellaren Staubkörnern. Und darüber hinaus hat er einen sehr hohen Wassergehalt. Erste Messungen ergeben, dass der Meteorit vom Tagish Lake dem ganz frühen Sonnensystem ähnlicher ist als alle anderen bisher gefundenen Meteoriten. Schon jetzt liefert er einen chemischen Fingerabdruck der frühen Erde. Doch die Forscher werden Jahrzehnte brauchen, um ihm mehr Geheimnisse zu entlocken. Da diese Bruchstücke zur selben Zeit wie die Planeten geformt wurden, kann mit ihnen auch der genaue Zeitpunkt der Erdentstehung bestimmt werden. Mit Hilfe radiometrischer Datierung konnten Michael Zelensky und seine Kollegen berechnen, dass das Geburtsdatum der Erde 4,55 Milliarden Jahre zurückliegt. Bei der Datierung von Meteoriten stellt man fest, dass fast alle gleich alt sind, etwa 4,55 Milliarden Jahre. Sie sind alle gleich alt, das ist ziemlich einheitlich. Innerhalb von ein paar 10 Millionen Jahren bis zu hunderten Millionen Jahren haben alle genau das gleiche Alter. Wir nehmen also den Ältesten und setzen damit das Anfangsalter des Sonnensystems fest. Die Geschichte unseres Planeten hatte begonnen. Auf unserer 24-Stunden-Uhr rückte der Zeiger auf 8 Minuten nach Mitternacht, als auf die Erde die erste große Katastrophe zukam. Vor 4,5 Milliarden Jahren war die Erde eine Felskugel ohne besondere Merkmale. Vulkane spuckten enorme Lavamengen auf die heiße, brodelnde Oberfläche. Unser feindlicher Planet war im Begriff, das erste von mehreren bedeutsamen Ereignissen zu durchstehen, die ihn für immer ändern würden. Radioaktive Elemente, die bei der Formung des Planeten eingeschlossen wurden, erhitzten den Planeten von innen. Zur selben Zeit zog die Schwerkraft der Erde Riesenmengen an Trümmern aus dem Weltraum an. Ein Bombardement, das extreme Hitzemengen an der Oberfläche erzeugte. Beides zusammen war verheerend. 8 Minuten nach Mitternacht auf der Erdenuhr glich der gesamte Planet einem Schmelzofen. Als die Temperatur 1200 Grad Celsius erreichte, begann das Eisen zu schmelzen und abzusacken. Wir denken, dass die Erde an einem Punkt total geschmolzen war. Ein großer Tropfen, der einfach im Weltraum trieb. Bei einem komplett geschmolzenen Objekt wie diesem sinken die schwersten Elemente, dazu gehört Eisen, in die Mitte des Tropfens. Und die leichtesten Elemente, zum Beispiel solche mit viel Kohlenstoff und Wasser, oder leichte Elemente schweben nach oben und treiben dort wie Algen auf einem See. Diese gigantische Wanderung der Elemente bezeichnet man als Eisenkatastrophe. Das absinkende Eisen häufte sich im Herzen der Erde an und schuf einen geschmolzenen Kern, 3/4 so groß wie der Mond.
Als das flüssige Eisen herumwirbelte, erzeugte es eine unsichtbare Kraft, die bis heute dazu beiträgt, uns am Leben zu halten. Das Magnetfeld der Erde. Konvektionsströmungen im flüssigen Kern verhielten sich wie ein Dynamo und erzeugten elektrische Strömungen. Diese verwandelten unseren Planeten in einen riesigen Magneten mit magnetischem Nord- und Südpol. Ein direkter Beweis für den steten Aufruhr in der Mitte unseres Planeten ist in den schneebedeckten Weiten der kanadischen Arktis zu finden. Seit 30 Jahren macht sich Larry Newitt vom Geological Survey of Canada jedes Jahr auf die Suche nach dem magnetischen Nordpol. Jedes Mal verbringt er Wochen auf dem Eis. Hunderte Kilometer fernab der Zivilisation, bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius. Navigatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf Larrys Arbeit, weil er die genaue Position des Magnetpols aufzeichnet. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat der Magnetpol seine Position Jahr für Jahr geändert. Derzeit liegt er 200 Kilometer vor der kanadischen Küste. Der geografische Nordpol hat eine feste Position. Doch der magnetische Nordpol verlagert sich ständig. Über den Großteil der letzten 100 Jahre hat er sich pro Jahr rund 10 Kilometer bewegt. Aber seit etwa 1970 wird er immer schneller und nun wandert er etwa 40 Kilometer pro Jahr. Wenn das so weitergeht, wird er in rund 40 bis 50 Jahren Sibirien erreichen. Aber das ist natürlich eine recht unsichere Hochrechnung, denn wir wissen wirklich nicht, wo er hinwandert. Die stete Verschiebung des Magnetpols beweist, dass sich die Konvektionsströmungen im flüssigen Eisenkern ständig ändern. Let's get going. Um die aktuelle Position festzulegen, muss Larry die Stärke und Richtung des Magnetfeldes an 8 verschiedenen Stellen messen. Ich brauche 4 Messwerte von der Deklination und 4 von der Inklination und einen oder zwei Werte der Gesamtintensität. 89, 13.0. Da wir nicht wissen, wo der Pol ist, können wir nicht einfach dorthin gehen und den Messwert nehmen. Also umkreisen wir den Pol und dann lege ich die Position mit Hilfe einer Dreiecksaufnahme fest. 2, 6, 8, 35.0. Sobald er die Lage des Pols gefunden hat, kann er seine exakte Position mit einer Art Zirkel, der den Einfallswinkel misst, festlegen. Dieser Zirkel funktioniert wie ein Kompass, der vertikal statt horizontal ausgerichtet ist. Man kann die Nadel sehen. Sie zeigt direkt nach oben und unten und so definieren wir den Magnetpol, die Stelle auf der Erdoberfläche, wo das Magnetfeld vertikal nach unten in die Erde gelenkt wird. Ohne den flüssigen Eisenkern wäre die frühe Atmosphäre weggerissen worden und auf unserem Planeten hätte sich nie Leben entwickeln können. Der Weltraum ist tödlich. Denn er ist mit höchst gefährlichen Sonnenteilchen angefüllt, die 10-mal tödlicher sein können als die Strahlung nach einer Kernexplosion. Diese Teilchen entspringen der Sonne, wenn gewaltige Sonneneruptionen auftreten. Ein vernichtender Sonnenwind weht mit 400 Kilometer pro Sekunde in Richtung Erde. Das sind rund 1,5 Millionen Kilometer pro Stunde. Würde er je die Oberfläche unseres Planeten erreichen, wäre die Atmosphäre in ein paar tausend Jahren weggerissen. Doch das Erdmagnetfeld erzeugt einen Schutzschild und lenkt die Sonnenteilchen ab. Ohne den geschmolzenen Kern würde unser Planet eine unfruchtbare Felskugel sein, mit wenig oder gar keiner Atmosphäre. Ein tragisches Schicksal, das unserem Nachbarplaneten Mars widerfuhr.
Vor 4 Milliarden Jahren hatte der rote Planet ebenfalls einen flüssigen Eisenkern und sein eigenes Magnetfeld. Er hatte eine Atmosphäre und könnte auch Leben beherbergt haben. Doch der Mars ist kleiner als die Erde. Er kühlte schnell ab und sein Eisenherz wurde fest. Der Planet verlor seinen magnetischen Schutzschild und seine Atmosphäre wurde vom Sonnenwind zerstört. Heute ist die Marsoberfläche eine öde Wüste, versenkt durch die Solarstrahlung. Auf unserer Uhr war es mittlerweile 16 Minuten nach Mitternacht. Die Eisenkatastrophe war vorbei und das Gestein an der Oberfläche hatte sein Eisen verloren. Große Bereiche kühlten ab und wurden fest, aber die Erde war immer noch unwirtlich und unbewohnbar. Unablässige Vulkanausbrüche schleuderten heiße Gase in die dicke, turbulente Atmosphäre. Diese fremdartige Landschaft war in eine giftige Masse aus Schwefelwasserstoff, Methan und Dampf eingehüllt. Menschen hätten hier nicht überleben können. Es gab keinen Sauerstoff zum Atmen und keine Ozonschicht, um die tödliche UV-Strahlung abzuhalten. Alles war für das nächste Trauma in der Frühgeschichte des Planeten bereit. Ein Ereignis, das so verheerend war, dass es fast die Erde zerstört hätte, aber den Mond entstehen ließ. Seit unsere Ahnen zum ersten Mal zum Himmel blickten, gab uns die Entstehung des Mondes Rätsel auf. Dann, in den 1970er Jahren, stellte der Planetenforscher Bill Hartman eine der radikalsten Theorien unserer Zeit auf. Ich schaue immer zum Mond hoch und denke über seine Phasen nach. Als Kind hatte ich ein Teleskop, ich wollte die Krater auf dem Mond heranziehen. Ich war sehr aufgeregt, als ich diese Krater und Berge tatsächlich sehen konnte. Der Mond interessierte mich schon immer besonders stark. Dieses Teleskop am McDonald Observatorium in Texas hat den Mond über 40 Jahre lang untersucht. Dort kommt der Mond herein. Du willst ein paar Krater sehen? In den 1960er Jahren hatten Bill und alle anderen Planetenwissenschaftler gehofft, dass die Apollo-Missionen das Rätsel über die Entstehung des Mondes lösen würden. Das Programm wurde so verkauft, dass wir zum Mond fliegen und dort dieses 4,5 Milliarden Jahre alte Gestein finden. Und dass sie dorthin fliegen, um uns alles über den Ursprung des Mondes zu erzählen. Die Apollo-Astronauten wurden instruiert, Felsproben von den urtümlichen Bergregionen auf dem Mond zu sammeln. Nachdem die Felsproben auf die Erde gebracht worden waren, berechneten Wissenschaftler mit Hilfe radiometrischer Datierung ihr Alter. Die Ergebnisse waren überraschend. Der Mond war jünger als das geschätzte Alter der Erde. Und es gab weitere Enthüllungen. Die größte Überraschung von den Apollo-Felsproben war, dass das sauerstoffhaltige Material auf dem Mond genau die gleiche chemische Zusammensetzung hatte wie die Erde und sich von allen Beispielen, die es im Sonnensystem gibt, unterschied. Das führte zwangsläufig zu der Idee, dass der Mond aus dem gleichen Grundmaterial wie die Erde entstanden sein musste. Es gab eine weitere sonderbare Tatsache, die Bill beachten musste. Das Mondgestein enthielt sehr wenig Eisen. Aus einem Gedankenblitz wurde Bills umstrittene Theorie geboren, dass der Mond aus den Außenschichten der Erde abgesprengt worden war.
Unsere Idee war sehr einfach. Vielleicht gab es zu der Zeit, als sich die Erde formte, ein zweites großes Objekt mit etwa derselben Distanz zur Sonne und aus demselben Material. Ein Objekt, das ziemlich groß geworden war, bevor es schließlich in die Erde krachte. Bills Theorie war revolutionär. Er propagierte, dass 50 Millionen Jahre nach der Bildung der Erde ein felsiger Planetesimal noch frei herumflog. Dieser gewaltige Felsbrocken, etwa so groß wie Mars, geriet auf Kollisionskurs mit der Erde. Auf unserer 24-Stunden-Uhr näherte sich der Zeiger 16 Minuten nach Mitternacht. Doch am Himmel stand kein Mond. Vielleicht werden wir die genaue Entstehungsgeschichte des Mondes nie kennen. Aber nach Bill Hartmans Theorie wurde er geformt als ein umherströmender Planetesimal mit einem Radius von tausenden Kilometern auf die junge Erde prallte. Die Hitze beim Einschlag schmolz den Planetesimal und die äußeren Schichten der Erde. Beide vereinten sich zu einem Planeten. Eine neue, größere Erde. Enorme Mengen an geschmolzenem Fels wurden in den Orbit geschleudert. Im Laufe der nächsten paar tausend Jahre verbanden sich die Trümmer und formten den Mond. Als Bill 1974 erstmals seine Theorie präsentierte, glaubten ihm nur wenige Wissenschaftler. Wir alle hatten als junge Geologiestudenten gelernt, dass alle geologischen Prozesse langsam sind. Ein Sandkorn nach dem anderen erodiert und so weiter. Und da gab es natürlich Leute, die sagten, wir sollten dieses Modell zurückstellen, bis nicht alle anderen Modelle untersucht sind. Es vergingen 10 Jahre, bis man anfing, Bills Theorie ernst zu nehmen. Hunderte Computersimulationen waren nötig, um schließlich zu beweisen, dass sich der Mond aus Trümmern, die von der Erde weggeschleudert wurden, gebildet haben könnte. Heute gilt Bills Theorie als die wahrscheinlichste. Das war ein langer, langsamer Prozess und es ist wirklich lustig zu sehen, wie eine kleine Idee, die man vor langer Zeit hatte, plötzlich zur führenden Theorie wird. Es war 16 Minuten nach Mitternacht und der Mond war angekommen. Damals war der Mond viel dichter an der Erde als heute und erschien 15 Mal so groß. Infolge der gewaltigen Kollision drehte sich die Erde 5-mal schneller, als sie es heute tut. Jeder Tag war nur 5 Stunden lang. Der nahe Mond übte eine enorme Anziehungskraft auf die Erdoberfläche aus. Der Boden hob und senkte sich um etwa 60 Meter, wenn der Mond darüber hinwegzog. Die Zugkraft auf die Erdkruste bremste die Rotationsgeschwindigkeit unseres Planeten ab und zwang den Mond weiter entfernt zu kreisen. Seitdem hat er sich immer weiter weg bewegt. Messen zu können, wie sich der Mond von der Erde wegbewegt, war schon immer eine Herausforderung. Als die Astronauten zum Mond flogen, war eine Sache, dieses große Gerät, einen Retroreflektor dort zu platzieren, der einen Laserstrahl in die Richtung zurückwerfen würde, aus der er gekommen war. Am McDonald-Observatorium installierten Astronomen einen leistungsfähigen Laser, der stark und präzise genug war, auf die Reflektoren zu zielen. 1969 machten Wissenschaftler die ersten Messungen der Zeit, die ein Laserstrahl braucht, den Mond zu erreichen, den Reflektor zu treffen und zurück auf die Erde geworfen zu werden. Eine Rundreise von 2,5 Sekunden.
Nachdem wir dies Jahr für Jahr gemacht hatten, konnten wir bestätigen, dass der Mond langsam wegzieht. Wir haben nicht nur sehr genaue Informationen über den Orbit des Mondes erhalten, sondern stellen auch eine Orbitänderung fest. Die Lasermessungen haben bestätigt, dass der Mond, derzeit 384.321 Kilometer von der Erde entfernt, pro Jahr ca. 4 cm wegdriftet. Die gewaltige Kollision, bei der der Mond entstand, führte auch dazu, dass sich die Achse unseres Planeten um 23 Grad geneigt hat. Ohne den stabilisierenden Einfluss des Mondes würde die Erde an ihren Achsen dramatisch flattern. Der Planet wäre wilden Wetteränderungen ausgesetzt, sodass nichts außer sehr primitiven Lebensformen überleben könnte. Wissenschaftler haben lange angenommen, dass es nach der Bildung des Mondes mindestens 1 Milliarde Jahre gedauert hat, bis unser Planet kühl genug war, um eine dicke Kruste zu formen und sich Wasser festsetzen konnte. Doch verblüffende neue Hinweise aus Australien ließen sie die Zeitskala überdenken. Diese Felsen in Westaustralien sind Teil der ältesten Landfläche auf Erden. Wie durch ein Wunder haben sie die endlose Formung und Zerstörung der Kruste überstanden, die seit der Entstehung der Erde in Gang ist. Doch hier haben Geologen eingebettet in den Felsen winzige Zirkonkristalle entdeckt. Das älteste Material, das je auf der Erde gefunden wurde. Als der Geologe Simon Wild die Kristalle herauslöste, fand er etwas ganz Besonderes über die Entwicklung der frühen Erde heraus. Wenn wir uns die chemische Zusammensetzung genau ansehen, zeigt sich, dass sie einheitlich ist, in einem Stück kontinentaler Kruste gewachsen ist. Das ist das erste Mal, dass wir die Erdgeschichte bis auf 4,4 Milliarden Jahre zurück ausdehnen konnten. Laut Simons Entdeckung muss sich die Erde sehr schnell vom Trauma der Mondentstehung erholt haben. Das Alter der Zirkonkristalle enthüllte, dass sich unser Planet ziemlich schnell abgekühlt und eine Kruste geformt haben muss. 12 Minuten vor 1 Uhr morgens auf unserer Uhr. Diese winzigen Kristalle sind die letzten überlebenden Teile aus der ersten Stunde unserer Erde. Aber die Zirkonkristalle bergen ein noch viel größeres Geheimnis. Der amerikanische Geologe Stephen Mochesis unterzog die winzigen Kristalle einer besonderen chemischen Untersuchung. Er entdeckte etwas sehr Überraschendes über die Bedingungen, die auf der frühen Erde herrschten. Man kann die Erdkruste mit einem Teppich in einem alten Haus vergleichen. Jahrhunderte sind Leute über diesen Teppich gelaufen. Der Teppich wurde bis auf ein paar Fasern abgenutzt. In der Geologie verhält es sich ähnlich. Von dieser frühen Zeit haben wir nur noch diese ganz winzigen Minerale, die in den Jack Hills in Westaustralien zu finden sind. Die Zirkonkristalle werden aus Zirkonium, Silizium und Sauerstoff gebildet. Sie sind fast so hart wie Diamanten und können beinahe jede Verschiebung der Erdkruste überstehen. Die Kristalle sind so groß wie Blütenpollen. Stephen musste Dutzende Kilogramm Felsen in winzige Stücke zerreiben, um gerade mal ein paar Dutzend alter Kristalle zu finden. Er legte die ältesten Zirkonkristalle in eine Ionenmikrosonde, um die chemische Zusammensetzung der enthaltenen Sauerstoffatome zu analysieren. Im Januar 2001 verkündete Stephen, eine revolutionäre Entdeckung gemacht zu haben. Der älteste Zirkonkristall enthielt eine Sauerstoffart, den sogenannten Sauerstoff 18.
Sauerstoff 18 kann sich nur in Kristallen befinden, die sich in viel Wasser gebildet haben. Geologen hatten vorher geglaubt, dass große Wassermengen erst so etwa 1 Milliarde Jahre nach der Entstehung unseres Planeten auftauchten. Der Sauerstoff 18 zeigt, dass es auf der Erdoberfläche bereits sehr viel früher Wasser gab. 200 Millionen Jahre nach ihrer Entstehung. Es waren nur noch 10 Minuten bis 1 Uhr morgens. Es gab nicht nur Kruste, was für die meisten von uns eine Überraschung war. Bezogen auf einige Zirkonkristalle sieht es so aus, als ob die Kruste mit großen Wassermengen interagierte. Die Kruste musste so kühl gewesen sein, dass Wasser sich in Seen oder sogar nach Stevens Meinung in Ozeanen sammeln konnte. 200 Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde kann man sich eine Landschaft mit Inseln, kleinen Kontinenten und einem einfachen Ozean vorstellen, in dem diese Zirkonkristalle geformt wurden. Das Wasser wäre eine wichtige Zutat für den Ursprung von Leben gewesen. Kein lebender Organismus kann ohne Wasser existieren. Aber es war immer noch ein Rätsel. Woher kamen die großen Wassermengen in unseren Ozeanen? Früher Vulkanismus könnte riesige Mengen an Dampf in die Atmosphäre ausgestoßen haben. Doch manche Wissenschaftler argumentieren, dass für diese Art der Entstehung unserer Ozeane die Zeit zu kurz gewesen wäre. Nach ihrer alternativen Theorie soll der Großteil des Wassers aus dem Weltraum gekommen sein. In unserer 24-stündigen Erdgeschichte war es fast 1 Uhr morgens. Die Kruste hatte sich abgekühlt und Ozeane hatten sich auf der neu geformten Oberfläche eingerichtet. Doch woher war das ganze Wasser gekommen? Eine mögliche Quelle könnten Kometen gewesen sein. Hinweise auf diese uralten Einschläge sind nicht mehr zu finden. Die ursprüngliche Oberfläche des Planeten wurde seitdem erodiert und zerstört. Der Planetenforscher Bill Hartman hat sich einen unserer Nachbarn angesehen, um Hinweise über den Zustand der frühen Erde zu sammeln. Der Mond zeigt, wie heftig das Bombardement durch Asteroiden und Kometen gewesen sein muss. Alle diese Krater zeugen von früheren Meteoriteneinschlägen. Es ist unglaublich. Da ist der Netter, hier ein größerer Krater. Kleine Krater. Der Mond ist mit Kratern übersät, manche mit einem Durchmesser von hunderten Kilometern. In den ersten 600 Millionen Jahren seiner Geschichte wurde er mit gewaltigen Trümmern bombardiert. Planetenwissenschaftler haben berechnet, dass der Mond über 1 Million großer Einschläge aushalten musste. Weil die Erde größer und ihre Anziehungskraft stärker ist, hätte sie weitaus mehr Trümmer angezogen. Möglicherweise bis zu 14 Millionen große Einschläge. Wir haben alle von dem Einschlag vor 65 Millionen Jahren gehört, der die Dinosaurier ausmerzte. Diese Art Einschlag fand auf der frühen Erde etwa einmal im Monat statt. Dieser Trümmerregen, übrig von der Bildung des Sonnensystems, dauerte einige hundert Millionen Jahre. Kometen enthalten Staub und gefrorenen Wasserdampf, Reste von der Geburt des Sonnensystems. Wie bei riesigen Schneebällen macht die Hälfte ihrer Masse Wasser aus. Michael Mamma, einer der besten Kometenexperten der NASA, glaubt, dass das Wasser in unseren Ozeanen von Kometen stammt. Eine Möglichkeit ist, dass das Wasser von Himmelskörpern, die hinter der Erde unterwegs sind, geliefert wurde. Kometen, die viel Wasser enthalten.
Um es zu beweisen, könnte man die Zusammensetzung des Kometenwassers messen und dann mit der Zusammensetzung des Wassers in unseren Ozeanen vergleichen. In den letzten 20 Jahren sind nur 4 Kometen so nah an der Erde vorbeigekommen, dass Wissenschaftler sie genau untersuchen konnten. Dazu gehörte Hale-Bopp im Jahr 1997. Ein Komet wie Hale-Bopp würde etwa 10% des Wassers liefern können, das nötig ist, um einen der großen Seen zu füllen. Das ist jede Menge. Natürlich sind die Ozeane viel größer und so brauchen wir viele Kometen, um die Ozeane zu füllen. Aber wir hatten Glück. Im frühen Sonnensystem gab es viele solcher Kometen. Also spricht vieles dafür, dass Kometen das Wasser auf die frühe Erde gebracht haben. Nach seiner Theorie hat die Einschlagswucht das Eis der Kometen verdampft. Und über weite Gebiete der Erde entstanden dichte Wolken. Die schwer beladenen Sturmwolken erzeugten einen heißen, säurehaltigen Regen, der über Millionen Jahre anhielt. Zuerst füllten sich Seen und Flüsse. Und am Schluss war genug Wasser da, nahezu den gesamten Globus zu bedecken. Doch mit Michael Mamers Theorie gibt es ein Problem. Die Ozeane der Erde enthalten eine Mischung aus normalem Wasser, H2O, und einer kleinen Menge an etwas seltenerem Wasser, HDO, bekannt als schweres Wasser. In den bisher analysierten Kometen entsprechen die Anteile nicht denen des Meerwassers. Ihr Anteil an schwerem Wasser ist doppelt so hoch als in den Meeren. Wenn also die Kometen das Wasser für die Meere geliefert haben sollen, geht das Ganze nicht auf, denn die Eigenschaften decken sich nicht. Aber Michael hat noch nicht aufgegeben. Vielleicht hat er sich den falschen Kometentyp angesehen. Die Kometen, die er bisher analysiert hat, entstammen dem äußeren Rand des Sonnensystems. Er muss das Wasser in Kometen analysieren, die sich viel näher an der Sonne formten. Diese bildeten sich bei höheren Temperaturen und würden einen viel kleineren Anteil an schwerem Wasser haben. Michael hofft, dass der Komet heute Nacht dicht an der Erde vorbeizieht. Denn Linnea ist einer dieser seltenen Kometen. Ist seine chemische Zusammensetzung anders und entspricht das Verhältnis schweres Wasser zu leichtem Wasser dem von Wasser auf der Erde, würde das der schlagende Beweis sein, dass Kometen Wasser geliefert haben. Diesen Kometentyp in solcher Entfernung zu analysieren, ist das Neueste in der Astronomie. Es ist ein extrem schwieriges Experiment, ohne Garantie auf Erfolg. Der Augenblick der Wahrheit. Versuch, auf die rechte Seite zu ziehen. Gut, ich versuche es. Sobald er ihn hat, werden wir ein Bild auf dem Bildschirm sehen. Dort ist er, gut. Man kann das Material nach außen treiben sehen, weg vom Kern. Sieht gut aus. Sobald sie den Kometen fokussiert haben, können Michael und sein Team mit der Analyse der Wasserart von Linnea beginnen. Ja. Oft fragen Leute, wie kann man Wasser in einem Objekt messen, das 1,5 Millionen Kilometer entfernt ist? Wir machen das mit der sogenannten Spektroskopie. Es ist ein bisschen so wie Fingerabdrücke nehmen. Die kleinen Rillen an den Fingern sind bei jedem Menschen anders. Auch das Licht, das von Molekülen abgegeben wird, ist unterschiedlich. Es sind verschiedene Wellenlängen. Okay,
Doch neue Methoden sind selten einfach. Die Spektrogramme zeigen, dass der Komet Linear zwar viel Wasser an Bord hat, aber nicht so hell wie erwartet. Das Team kann die entscheidenden Daten über schweres Wasser nicht bekommen. Es wurde nicht so hell wie gehofft, das war ein wenig enttäuschend. Kometen sind ziemlich wankelmütig, sie sind unberechenbar, irgendwie sind sie wie Katzen. Beide haben einen Schweif und beide tun, was sie wollen. Michael wird warten müssen, bis der nächste Komet in Erdnähe kommt, um es wieder zu probieren. Bis dann wird der Ursprung der Ozeane auf der Erde ein Rätsel bleiben. Entscheidend für jeden Wissenschaftler ist, sich nie in eine Theorie zu verlieben. Es ist eine Idee, eine Hypothese. Sie passt zu allen bekannten Fakten, aber sie wurde noch nicht bewiesen. Wir müssen bereit sein, sie aufzugeben und sie zu modifizieren, solange sie nicht bewiesen ist. Aber dabei lernen wir etwas. Die Erde hatte ihre frühen Katastrophen überlebt. Und es war erst eine Stunde unseres 24-Stunden-Tages vergangen. Der junge Planet unterschied sich immer noch sehr von dem, den wir heute kennen. Seine Ozeane waren ätzend sauer und die Atmosphäre angefüllt mit giftigen Gasen. Das hört sich nach einer lebensfeindlichen Welt an. Aber heute glauben viele Wissenschaftler, dass diese Bedingungen für die Entwicklung von primitivem Leben perfekt waren. Aus der ganz frühen Zeitetappe der Erde ist sehr wenig übrig. Aber was zurückblieb, hat uns einen Planeten gezeigt, der viel komplexer war, als wir je gedacht hätten. Da sind die verschiedenen Gesteinsarten, Wasser, das früh nach der Mondentstehung da war, und ein Planet, der auf Leben wartete. Alles war bereit für das nächste große Kapitel in der Geschichte der Erde: der Ursprung von Leben. Niemand kann sagen, ob Leben nicht schon vor 4,3 Milliarden Jahren da war. Doch wir wissen, dass die Vorlage, der Boden unter den Füßen, da war. Könnte es Leben gegeben haben? Warum nicht?